für die SPD-Fraktion. Herr Präsident, auch von meiner Warte aus herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag nachträglich, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Debatte heute gibt uns Gelegenheit, eines deutlich zu machen: Europa ist mehr als diese Krise. Und lieber Kollege Toni Hofreiter, das will ich auch an all diejenigen hier in diesem Saal richten, die skeptisch sind gegenüber den Koalitionsverhandlungen. Eines ist für uns als Sozialdemokratie zentral. Wir wollen, dass der Kampf gegen die Massenarbeitslosigkeit junger Menschen in Europa ganz oben auf die Tagesordnung gesetzt wird, dass Europa wieder zu sozialer Stabilität zurückfindet, dass wir die Spaltung in Europa überwinden. Darum geht es uns, und Sie können sich darauf verlassen, dafür kämpfen wir. Nicht nur in den nächsten Wochen, sondern über 4 Jahre hinweg. Aber es ist wichtig, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass wir auch mal eines deutlich machen. Europa ist eben nicht nur eine Krise. Europa ist ein faszinierendes Projekt für Frieden, Freiheit, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit. Und wenn wir manchmal in den Zweifel geraten, ist es gut, wenn wir den Blick nach außen richten und sehen, wie neidisch gelegentlich und fasziniert auch die Menschen außerhalb der Europäischen Union, gerade auch in unseren Nachbar- und Anrainerstaaten, auf uns blicken und sagen: Toll, was denen da gelungen ist, das wollen wir auch. Diese Werte, die wollen wir auch für unsere Bürgerinnen und Bürger erstreiten und erkämpfen. Und das sollten wir auch gerade in diesen Wochen und Monaten, die uns allen schwerfallen, immer wieder in Erinnerung rufen, weil es das eigentliche Fundament Europas ist. Und da kann ich dem Kollegen Kauder nur zustimmen. Ja, es geht nicht in erster Linie um Euro und um Cent. Es geht um die Verteidigung von Werten, für die Generationen von Menschen vieles haben riskieren müssen. Und wir haben es jetzt. Aber es ist eben auch wichtig, dass wir die Universalität dieser Ideen immer wieder auch in den Mittelpunkt unserer politischen Arbeit rücken. Und so wichtig es ist, dass wir uns derzeit mit uns selbst beschäftigen, um die Probleme innerhalb der Europäischen Union zu lösen, ist es auch wichtig, unseren Partnern im Süden, im Osten, im Westen die Hand zur gemeinsamen Arbeit zu reichen. Und da ist sicherlich die Herausforderung in Osteuropa besonders groß, besonders schwer. Und da hat jede Bundesregierung auch unsere volle Unterstützung verdient. Und dies ist mit einer großen Chance für uns verbunden. Wir wissen, manches in der Europapolitik stößt bei unseren Bürgerinnen und Bürgern auf große Skepsis. Aber die Bürgerinnen und Bürger erwarten, und das zeigen auch die jüngsten Umfragen, dass wir es schaffen, dass Europa in der Außen- und Sicherheitspolitik mit einer Stimme zu sprechen vermag. 65% der Bürgerinnen und Bürger erwarten in Europa mehr Zusammenarbeit in der Verteidigungs- und Sicherheitspolitik, mehr Zusammenarbeit in der Außenentwicklungszusammenarbeit. Und das sollte uns doch auch einen Auftrag darstellen, einen Auftrag, auch hier etwas ambitionierter zu arbeiten, als das vielleicht in den vergangenen Jahren der Fall war. Anspruch und Wirklichkeit klaffen hier sehr weit auseinander. Ich weiß, in vielen außen- und sicherheitspolitischen Fragen innerhalb der Europäischen Union ist es schwierig, auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Nahe Osten, Mittlerer Osten, unser Verhältnis zu Israel, das ist verdammt schwierig. Aber trotz der Schwierigkeiten wäre es wichtig, wenn die Europäische Union es schaffte, sich auf einige zentrale außen- und sicherheitspolitische Projekte zu verständigen, wo es uns gelänge, endlich mal voranzukommen. Und da sehe ich für uns auch Potenzial im Bereich der östlichen Partnerschaft. Da kann sich etwas bewegen und da kann sich etwas tun. Dabei geht es ja nicht länger alleine um die Visaerleichterung, die zu Recht auch eben angesprochen wurde. Und wir müssen auch eine weitere Frage klären. Bislang, in den vergangenen Jahrzehnten, war das ja im Umgang mit unseren Nachbarn, die zu Europa, zur Geografie Europas gehören, relativ einfach. Wir haben, wenn sie ein Angebot zu uns zu kommen unterbreitet haben, haben wir das Angebot des Beitritts eröffnet. Und da hat die Bundeskanzlerin sicherlich recht, es geht bei der östlichen Partnerschaft nicht um Beitritt. Es muss uns aber dennoch gelingen, diesen Staaten ein attraktives Angebot auf Augenhöhe zu eröffnen.
wo sie auch spüren, sie sind nicht nur irgendwie ein Wurmfortsatz Europas, sondern sie gehören zu Europa dazu. Und wir haben ein Interesse daran, dass sie zu der Stabilität kommen und zu der demokratischen Reife und zu der Form von Rechtsstaatlichkeit, wie sie in der Europäischen Union meistens zumindest selbstverständlich ist. Und da müssen wir auch in dieser Frage ambitionierter werden. Und ich will das auch sehen im Dialog mit einem für uns ganz besonders wichtigen Partner, nämlich Polen. Diejenigen von uns, die sich intensiver mit den polnischen Partnern beschäftigen, wissen, dass der Blick unserer polnischen Freunde natürlich auch nach Osten gerichtet ist. Und da wäre es auch in Verantwortung der herausragenden Bedeutung Deutschlands zentral, wenn Deutschland und Polen in der Frage Stabilität für unsere östlichen Nachbarn zu gewinnen vorangingen, gemeinsame Initiativen entwickelten, die auch so attraktiv sind, dass alle anderen Mitgliedstaaten in der Europäischen Union bereit und in der Lage sind, mitzumachen. Eines hat mich dann doch ein bisschen überrascht, Herr Kollege Kauder. Sie haben eben etwas angesprochen, was für meine Fraktion in den vergangenen Jahren zentral war. Glaubwürdigkeit im Umgang mit Rechtsstaatlichkeit und den Grundwerten. Ja, wir sind in erster Linie eine Werteunion. Und da geht es darum, wie vertreten wir Rechtsstaatlichkeit und Grundwerte in der Europäischen Union, nach innen. Und da hatte ich nicht immer den Eindruck gehabt in den vergangenen Jahren, als gäbe es hier eine fraktionsübergreifende Koalition, wenn diese Grundwerte innerhalb der Europäischen Union in Frage gestellt werden. Hier gibt es keine Rabatte. Hier darf nichts relativiert werden. Denn wir können nur dann glaubhaft diese Werte nach außen vertreten, wenn niemand den Anlass hat zu zweifeln, dass wir auch ernsthaft und konsequent mit den Werten in unseren eigenen Reihen umgehen. Und da möchte ich jetzt auch ganz bewusst einzelne Länder gar nicht erwähnen, weil ich diese kleinkarierte Debatte gar nicht möchte. Aber es gibt eine Reihe, ja, Rumänien, Ungarn, auch Italien. Ich könnte eine ganze Reihe von anderen Staaten nennen, auch der Antisemitismus in Deutschland. Gehört auch dazu, selbstverständlich. Die Grundrechteagentur hat uns allen etwas ins Stammbuch geschrieben, dass auch wir, wenn es um die Verteidigung der Freiheitswerte geht, noch etwas lernen können, wenn auch bei uns nicht alles nur rosarot ist. Da haben Sie recht, Herr Kauder. Und umso wichtiger ist es, dass wir konsequent diese Werte verteidigen. Das wäre ein gemeinsames Projekt für die nächste Legislaturperiode. Und ich würde mich darüber freuen, wenn möglichst viele Fraktionen, vielleicht sogar alle Fraktionen bereit wären, die SPD in diesem engagierten Kampf zu unterstützen. Vielen herzlichen Dank. Ich erteile das Wort der Kollegin Marie-Louise Beck.